Hallo und herzlich willkommen zurück zu Anno 1800. Es geht weiter und wir werden mal gucken, was wir in dieser Folge so Schönes tun werden. Also wahrscheinlich nicht viel, so wie es mit unserer Bilanz gerade aussieht. Ich stehe zur Verfügung, Kohle. Falls Sie jemals eine helfende, wenn auch leicht arthritische Hand benötigen. Ja, der quatscht viel zu viel. Viel zu viel. Der muss mal ein bisschen ruhiger werden. Also er würde alles einkaufen, was wir ihm andrehen, und Kohle irgendwie noch als spezielle Ware. Wir haben Eisen viel. Pass mal auf. Ja gut, jetzt ist gerade mein Schiff unterwegs. Naja, so viel zum Thema zweite Insel. Ich hole das mal jetzt zurück. Wir brauchen das Geld. Nicht zuletzt für die Werft, die immerhin 10.000 kostet. Die Schule wird auch nochmal, ja gut, 2.500 ist noch halbwegs akzeptabel. Und die müssen wir dann irgendwo, ich glaube hier wäre es schon ganz gut. Wir haben auch eine verhältnismäßig große Stadt, also wir haben 1.500 Arbeitskraft übrig. Das ist eine ganze Menge. Die Polizei kostet auch so viel, mein lieber Freund. Ich meine, ich glaube, wir werden auch meine Seifenproduktion jetzt aufstellen. Also, das ist mir jetzt doch sehr, sehr wichtig, damit wir schon mal alles so ein bisschen produzieren. Und ich habe mir sagen lassen, beziehungsweise beobachtet, dass die Seifenproduktion schon sehr, sehr lange die Bevölkerungsanzahl abdecken kann. Also da ist, glaube ich, erstmal nicht so ein großes Problem. Aber sie ist natürlich nicht ganz billig. Wir brauchen nämlich zwei Schweinezüchtereien. Dann nochmal zwei... Ups. Nein, Spitzhacke. Dankeschön. Zwei Vasenmeistereien. Und was noch? Irgendwas Spannendes, glaube ich. Genau, eine Siederei. So, das passt. Also du und dann sähe das so schon ganz gut aus. Wir müssen jetzt natürlich nur noch abwarten, dass wir auch genügend Geld anbekommen. So, währenddessen geht das hier natürlich ununterbrochen weiter mit der ganz tollen... Ah ja, also das meine ich, ne? Er holt sich hier auch nicht wenige Inseln. Ja, da auch schon Schoner. Das ist der Pirat. Noch ein Schoner. War ganz gut, dass wir uns die Inseln schon direkt geholt haben. Einfach damit wir die reserviert haben. Was ich jetzt richtig begrüßen würde, wäre, dass jemand hier ankommt und sagt, jo, ich kaufe dir mal einen Platz ab. Denn dann hätten wir wieder ziemlich viel Geld übrig. Auch wenn dann heißt, dass ein Platz weg ist, aber so what. Also ich glaube 50 Tonnen davon sollten reichen. Eisen haben wir auch noch ein bisschen übrig, aber gut, Holz. Ach, das lohnt sich eigentlich alles gar nicht. Nee. Also wir werden... Flaggschiff erwartet Anweisung. Ich schick das... Ich nehme die Ziegel noch mit. So. Dass die ja nichts verschwenden. Und ich muss mal gucken. Ja, Fische gehen immer noch hoch. Sehr gut. 700. Das reicht für eine Schweinefarm. Oder Schweinezucht eher gesagt. Ja, wir werden uns da langsam aber sicher hocharbeiten. Stück für Stück. Das hier würde ich ganz gerne noch mit Häusern vollbauen. Können wir eigentlich auch schon mal planen, solange wir kein Geld haben. Man darf ja träumen. Das sind auch wieder 5. Ne, Straßen baue ich nicht, weil so werden wir nicht viel Geld dazu bekommen. Gut, und die Straße müssen wir dann nochmal umbauen. Also einmal hier.
Und natürlich noch ein Marktplatz irgendwo hier an den Arsch der Welt. Wenn ich hier das so hinstellen würde, dann 3, 4, so viel eventuell. Ja. Gut, da kommt das Schiff. Na gut, ich könnte natürlich jetzt auch einfach sagen, ich lade den Kram hier aus. Wobei, das lohnt sich eigentlich überhaupt nicht, weil wir hier... Nee. Ich verkaufe den Kram. So, oha, der hat schon Kanonenboote. Na gut, ist jetzt auch nicht so besonders, aber solange er sie nicht gegen uns einsetzt, alles in Ordnung. Und schließlich braucht er ja für die Fregatten sowieso erst Handwerker. Er steht, glaube ich, aber auch kurz davor, so wie ich das sehe. Er hat schon eine Schule, er hat ein bisschen Schweinefleisch, ja, Seife. Nee, Seife produziert er noch nicht mal. Doch, produziert er. Warum er auch immer alles überall irgendwo anders hinstellen muss. Komplett verwirrend, der Junge. Hallo? Was? Was? Seht ihr das? Ach, jetzt plötzlich. Zwei, dreimal wollte er nicht. Okay. Passiert. So. 1700. Ja, warum nicht? Pflicht erfüllt. Zeit für ein Nickerchen. So, 1700, besser als nichts. Damit hätten wir schon mal wieder eine kleine Produktion. Nicht eine kleine Produktion, aber 1000. Ja doch, wir können sogar unsere Seifenproduktion aufstellen. Na gut, das war jetzt nicht so schlau. Oh oh, das war sogar gar nicht schlau. Oh oh, oh oh, schnell mehr Arbeiter. So, super. Oh, nee, auch nicht so gut. Mensch. Wir brauchen jetzt schnell wieder ein paar... Ah, jetzt habe ich das Holz natürlich verkauft. Müssen wir noch uns kurz gedulden. Alter, minus 86, das ist gar nicht mal so schön. Ich hoffe, die Leute ziehen schnell aus. Kostet es eigentlich was, ein Haus... Nee, absteigen geht. Kostenlos. Weil ich dachte so von wegen upgraden oder downgraden, gleichgesetzt mit abreißen. Aber es sieht gut aus. So, jetzt fehlen nur noch eine ganze Menge Bauern. Gucken wir mal eben. Nee, hier unten ist nichts mehr. Ich habe hier auch leider keine Möglichkeit mehr, hier groß Gebäude aufsteigen zu lassen, die an der Straße hängen. Wird schon. So. Okay. 4000 Einwohner ist okay. Und in Kaltenbach wurde ein Feuer gelöscht. Okay. Bereit für neue Befehle. So, Fleisch immer noch nicht, aber da müssen wir auf jeden Fall noch weiter dran arbeiten. Brot geht so langsam hoch, aber ist natürlich auch heftig, ne? Also 4 Bäckereien und gerade so füllt sich das auf und wir verdienen kaum daran. Also, mal gucken. So, ich hoffe, dass die Seife das erstmal abdecken kann. Ja, und Fleisch. Ich weiß nicht, also Fleisch muss noch mehr produziert werden. Aber da habe ich jetzt auch gerade gar nicht die Bauern für. Neue Befehle? Weil ich die ja alle auf... Was habe ich die Arbeiter hochgebracht? Damit die ordentlich Steuern zahlen.
Die Kirche, die brachte, glaube ich, kein Geld, oder? Nee, nur sogar nur Zufriedenheit. Das bringt ja gar nichts. Bier, ja, das könnt ihr euch abschminken. Schnaps auch. Seife kriegt ihr. Und die Schule, ja gut. Die Schule wäre in der Tat mal jetzt ein Projekt. Die wollte ich ja ungefähr hier hinbauen. Das heißt, 4 Arbeitergebäude müssen weg. Nicht allzu viele Änderungen, hoffe ich. Oh, komm mal her hier. Lektorieren plus 5%. Dergleichen andeuten, oder? So, das nimmst du jetzt mal. Sie ablenken von, ja, 189. Natürlich wissen plus, Sie, was das, das ist super. Besser als nichts. Die Augäpfel. Oh, dem missfällt das sogar. Interessant. So, jetzt geht der Fisch aber runter. Das heißt, ich muss mal schnell zum Werkzeug greifen. Und das mal wieder ein bisschen schneller laufen lassen. Okay, jetzt geht's aber hoch. Kommt die Seife? Jawohl, die Seife kommt. Und Fleisch füllt sich gerade auch ein bisschen auf. Aber ich sehe gerade, wir haben ein bisschen Bauern übrig. Ja, wir kriegen, glaube ich, hier noch einen Hof rein. Nein, kriegen wir nicht. Schade. Dann kommst du halt hier nach hinten. Und ich brauche noch einen von dir. So, theoretisch sogar noch einen, oder? Ja, ich glaube schon. Hier werden wir unseren richtig großen Schweinestall hinsetzen. Boah, wieder 1000 Münzen weg. Aber gut. Wenn die so viel brauchen, dann müssen wir es halt machen. Aber wenn wir jetzt gleich die letzte Metzgerei da gebaut haben, zum Beispiel jetzt, dann können wir uns eigentlich mal auf die Schule konzentrieren. Das heißt, ihr kommt weg. Da wäre es natürlich gut, wenn ich schon mal ein bisschen Ausgleich schaffe. Zum Beispiel hier hinten. So. Jetzt bin ich natürlich klug und lasse die Häuser stehen. Damit wir hier noch das Einkommen mitnehmen. Jetzt heißt es erstmal warten bis 2500. Flaggschiff steht zu Diensten. Ich meine, theoretisch könnte ich auch die Kanonen verkaufen, oder? Boah, 22 schon. Kriegen wir ja schon fast ein Linienschiff mit. Wie viel Segel? 39. Nicht schlecht. So, wie sieht's bei euch Spinnern aus? Alle munter am Bauen? Jawohl, der hat schon einen Handwerker. Sie noch nicht und der andere auch nicht. Also unser Graves hier, der hat wohl eine gute Insel erwischt. Kann man ihm nicht verübeln. Aber ich weiß nicht, warum man so ein Kanonenboot baut. Gut, es lohnt sich halt so weit, dass man, wenn der Gegner auch keine wirklichen Kriegsschiffe hat. Aber jetzt so, naja. Na, wobei, eigentlich. Na, Auftrag. Lohnenswert. Wie sehr. Boah, 8000. Willst du mich auf den Arm nehmen? 8000, fast 9000. Nichts wie hoch da. Das gibt's ja gar nicht. So, währenddessen, unser Geld steigt auch munter an. Okay, und unser Holz ist voll. So, macht es Sinn? Blöde Frage wahrscheinlich. So, wir können hier auf jeden Fall schon mal den hier machen und dich abreißen. So, und euch kann ich schon mal so dazu stellen. Wir brauchen nämlich eine ganze Menge. Ach, du warst teuer. 500 Goldstückchen wieder weg.
Na komm. So, zack. Okay. Das bedeutet uns viel. Und die Feuerwehr hier hinten leider auch wieder nicht vertreten. So, wo ist der... das Kanonenboot hin? Ah ja, da ist es. Bereit für neue Befehle. Schiff unter Beschuss. Ach du Scheiße. Der, das Kanonenboot war fleißig auf jeden Fall. Sind unterwegs. Was hier alles noch rumliegt. Schade, dass man die Sachen nicht plündern kann. Ne, sieht nicht danach aus. So, dann schnell wieder runter. Und da hat er auch jetzt sein erstes Kanonenboot. ...2100... Und wir haben jetzt das Geld für unsere Schule. Dann sage ich Adieu zu 4... ...zu 4 Arbeiterhäusern. Und jetzt müssen wir noch kurz warten, weil es wieder gesunken ist, warum auch immer. Ach klar, weil ich 4 Häuser abgerissen habe. Moment, das sollte aber... Ah doch, 50, ja. Ja, in der Phase muss man auf jeden Penny achten. So, aber die Schule gibt ja nur Zufriedenheit. Immerhin ist Seife fast erfüllt. Oder füllt sich das auf? Geht das runter? Wie steht es da drum? Es geht sogar hoch, mein lieber Freund. 2000, ja gut, aber jetzt ist hier auch das Markthaus leider völlig überlastet. Wo habe ich jetzt die... Hatte ich nicht eben gerade eine Schule gebaut? Das ging jetzt plötzlich schnell. Ich glaube, ich muss hier noch ein neues hinstellen. Weil sonst kommen die da auf jeden Fall nicht hinterher. Das hier und das hier. Zu viele Gebäude wollen hier was. Okay, dann wird's... Ah, nicht. Haha, ich habe ja noch nicht gebaut. So, jetzt steht sie... Und damit können die alle einziehen und wir können auch die Handwerker uns holen. Aber das ist auch das Einzige, weil die Gebäude dann, die sind wieder astronomisch hoch teuer. Und ich will gar nicht wissen, wie wir das bezahlen sollen. So, was haben wir hier? 25 Tonnen, okay. Ja, die Schiffswerft. Gut, wir kriegen jetzt fast 9000 allein durch den Auftrag. Aber ich weiß nicht, ob die Schiffswerft das beste, die beste Option ist. Wir können halt jetzt die Handwerker machen, klar. Aber ist halt, wie gesagt, die Frage, ob es sich überhaupt lohnt. Ich glaube aber, die zahlen ein bisschen mehr Geld. Kann das sein? Ich schau mal schnell. 747. Sie haben ein neues Zwischenziel erreicht. Oh ja, Tatsache. Ja, macht ja auch Sinn, weil sie halt... Boah, für Fleisch 13, 13, 13. Oh, oh, Tatsache, die geben richtig viel mehr. Ah ja, die Expedition. Die ist mir wichtig. Die machen wir auch sofort. Neue Befehle? Du trägst deinen Kopf über den... Ach, hau ab. So, schnell den Auftrag noch beenden. Na komm. Ist die Pflicht erfüllt? Jawohl. Guter Soldat. Plus 4, 9000. Ich glaube, den Admiral, den könnte man sich eigentlich mal als potenziellen Bündnispartner pflegen. Wobei gerade die Margaret Hunt uns am besten steht. Und ich öffne mal hier schnell die Expedition. Kampfkraft. Gut, wir werden es wahrscheinlich so ausschaffen. Wow, 6 Kampfkraft. Und du bringst leider nichts. Okay. Ja, Moment. Die neue Welt jetzt zu entdecken. Macht das überhaupt Sinn? In den Wellen gestorben. Ich meine, wir haben eigentlich eh kein Geld uns da... Ja, doch, doch, doch. Das ist wichtig. Wir fahren los.
weil wir müssen die, wir müssen ja sowieso zurückkommen, um uns dann überhaupt erst Waren mitzunehmen, um eine Insel zu besiedeln. Und wenn wir dann sagen, ja, wir wollen jetzt in die neue Welt, aber dann erst entdecken müssen, dann verlieren wir doch noch mal eine ganze Menge Zeit. Deswegen lasse ich das, werde ich das sofort erforschen. Ja, das wollte ich sagen. Gut. Ich zeige euch mal, was uns jetzt erwartet. Also erstmal schön die Fensterfabrik mit 6.500. Ist natürlich ein Schnäppchen. Also wer kann es eigentlich nicht bezahlen. Davor dann nochmal die Glashütte mit 5.400. Nochmal 2.000. Also hier, 15.700. Ihr seid doch wahnsinnig. Was ist das denn? Was sind das für Preise? Immerhin können wir jetzt Fregatten bauen. Und irgendwie müssen wir auch mal langsam anfangen, was zu bauen. Leider haben wir nicht ein Fleckchen Strand mehr frei. Wir werden also wohl oder übel irgendwo... Ja, ich reiß dich ab. Heute ist nicht mehr viel zu tun. Weil dann kann ich diesen Weg hier wieder abreißen. Nein, das war falsch. So. Zack. Nein, das wollte ich nicht. Den hier wollte ich machen. So, dann konnten wir uns jetzt wieder ein Haus hier sichern. Oder geht das sogar... Oh ja, hier geht es sogar auch. Super. Und die Feuerwehr... Nee. Die lassen wir jetzt erstmal. Ich habe sie schon mal stehen, sag ich mal. Obwohl, komm, wir bauen sie. Also wir könnten uns jetzt eine Fregatte... Nee, ich weiß, was wir machen. Wir werden auf ein Linienschiff... Nee, das dauert zu lange. Ich baue schon mal einen Schoner. Den könnten wir... Ja, den werden wir auch verkaufen. Und eine Fregatte, also ich weiß, dass ein Linienschiff 50.000 Goldmünzen bringt. Auf einfacher Schwierigkeit. Ich weiß nicht, wie es sich verhält, wenn man auf schwer spielt, ob es da mit den Preisen irgendwie anders aussieht. Aber auf einfach gibt das 50.000 Goldmünzen. Wenn gleich der Preis vom Schoner derselbe ist, dann werden wir das wissen. Sollte er niedriger sein, dann wird es wohl auch ein anderer Preis beim Linienschiff sein. Ich glaube 3.750 war der Preis. Also, ja. Ich nutze mal eben den Augenblick und schau mal. Oha, jetzt erzähl mir nicht, dass die Seife voll ist. Tatsache, die Seife geht hoch. Also, nicht schlecht. So, ihr müsst leider wieder... anfangen zu arbeiten. Ja, das sieht doch schön aus. Also ich glaube, wir haben jetzt hier in dieser Folge ordentlich was erreicht. Wir haben die Handwerker angesiedelt. Wir können eigentlich auch mal hier ein paar mehr Häuser bauen. Gibt ordentlich Geld. Bilde ich mir zumindest ein. Und wir haben eine Werft gebaut. Ich finde diesen Schiffsrumpf hier so cool. Aber ich glaube, das sieht mehr nach Klippe aus, oder? Ne, dafür ist der Rumpf zu breit. Mal gucken. Ist wahrscheinlich... Ja, Linienschiff ist es auch nicht. Keine Ahnung. Schoner? Naja, wer weiß das schon. Gut, also ich bedanke mich bei euch wie immer fürs Zusehen. Und wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne eine Bewertung da. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.